Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich wollte euch ganz gerne mit in das Housing hier mal einführen. Also das Housing bei Clash of Clans hat, ich will nicht gerade sagen, in ganz großer Munde, sondern eher die roten Umschläge und die vielen Erze. Aber trotzdem habe ich gedacht, mache ich einfach mal eine Folge daraus, aus gegebenen Anlass. Ich wollte euch nämlich ganz gerne natürlich erstmal in mein Haus einladen, wenn ihr das auch so schick machen könnt wie ich hier, aber eine kleine Hürde muss natürlich der Besucher nehmen. Also ich finde die Briefkästen mit den roten Umschlägchen wirklich, wirklich schick, weil die passen richtig cool vor das Rathaus hier oder Town Hall. Aber hier muss natürlich der gebetene Gast noch eine kleine Hürde nehmen. Er muss hier über die Schweinedrohr kommen irgendwie. Also die passen da auch noch super, super rein. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ein Housing betreibt in Clash of Clans, aber das Ganze begann ja so ein bisschen mit in der Clanstadt, wo ich das sehr unnötig finde. Aber okay, wenn man nichts mehr zu tun hat, dann macht man halt Housing bei Clash of Clans. Aber ich wollte euch ganz gerne einladen, Leute. Warte mal, das war noch der Clankrieg von gestern, beziehungsweise den wollte ich euch nebenher so ein bisschen zeigen. Wir haben gegen den Clan Chiller gespielt, ein deutscher Clan. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Natürlich gehen die Grüße auch an den Perfect raus, muss ich mal so sagen. Und ich hatte hier aber zwei Angriffe, glaube ich, gesehen von Chromulus und noch von und noch von jemandem. Klar, mit Rootreitern hier. Hier wird nicht gegeizt mit den Dingern. Also 12 Stück sind es auf jeden Fall. Aber letztendlich wollte ich euch ganz gerne zu meinem Geburtstag einladen am Samstag. Also wir streamen am Freitag schon so ein bisschen. Und deswegen wollte ich euch schon am Freitag zum Livestream ganz gerne einladen. Wir werden so ein bisschen quatschen. Also wir werden die letzten 57 Jahre komplett Revue passieren lassen. Und das füllt auf jeden Fall den Abend, würde ich mal so sagen, aus. Also so ein bisschen AMA, so heißt das immer. Ask me anything. Und natürlich werden wir auch ein bisschen Clash of Clans machen und natürlich auch ein Tütchen Sekt aufmachen zu gegebenen Zeitpunkt. Und wenn ich dann am Samstag auch wieder fit bin, so halbwegs fit bin, also wenn Körper und Geist dann wieder mitspielen, dann sind wir sicherlich auch am Wochenende für euch ein bisschen live da. Aber das passt jetzt ganz gut zum Thema Housing. Ja, ich lade euch ein in mein Haus, in mein Rathaus und natürlich nur alles virtuell. Leider könnt ihr nicht bei mir vorbeikommen, so viel Kapazität habe ich denn auch nicht. Obwohl das schon mal versprochen wurde hier an der Stelle, aber Fantreffen müssen wir halt mal später nachholen. Vielleicht zum 60. oder so. Mal gucken. Keine Ahnung. Aber schöne Attacke hier. Ja, die Rootreiter sind nach wie vor in aller Munde. Ich weiß, man kann es auch nicht mehr sehen. Ich meine, das ist ja jetzt noch eine Strategie hier, die ist jetzt noch ohne Blimp. Ne? Das ist noch eine Strategie, die ist jetzt noch ohne Blimp. Hurra. Kaum zu glauben, eine Strategie ohne Blimp, das gibt es auch noch. Aber zurzeit siehst du nach wie vor nur noch die Rootreiter mit irgendwas dahinter. Eigentlich ist egal. Du kannst die Feuerwerkerin nehmen. Du kannst die nach wie vor die hier oben nehmen. Okay, die machen auch so ein bisschen, ja, okay, bisschen Schaden an den Mauern. Die E-Titanen eher weniger. Und aber du kannst halt nehmen, was du willst. Oftmals wären es auf jeden Fall gute 2 Sterne oder halt 3 Sterne mit guten Prozenten. Und dennoch laute Musik hier. Aber dennoch kann man es eigentlich nicht mehr sehen und wartet jetzt sehnlichst auf irgendein Update. Was da auch kommt, auch bei mir im Discord habe ich jetzt einen Kanal mal eingerichtet für Spoiler. Also ich mag das gar nicht, wenn in meinen Livestreams gespoilert wird, wenn irgendjemand was erzählt von irgendwelchen Updates, die er irgendwo gelesen oder gehört hat. Ja, das mag ich im Moment gar nicht. Ich glaube, Lord of War spielt immer noch ein Hybrid. Jawohl, wir sehen doch noch andere Angriffsstrategien. Der Lord of War hier spielt immerhin noch ein Hybrid im Rathaus 16 Bereich. Im Moment bin ich auch ganz ehrlich, ich spiele die Rootreiter auch so ein bisschen aus, solange wie die Def vor allen Dingen in den Rathäusern natürlich noch nicht so hoch ist. Also es sind ja noch nicht alle defensiven Gebäude da. Letztendlich kann man ja sagen, wenn ein Update kommt, zum Frühlingsupdate, es wird ja jetzt so ein bisschen Frühling, dann kann es nur noch ein paar Wochen dauern, aber diese Definition, es dauert ein paar Wochen, ist auch, finde ich, immer sehr, sehr schwer zu sagen. Ich meine, der Februar hat jetzt noch anderthalb Wochen und danach haben wir 4 Wochen März oder 4,5 Wochen März, ja, in ein paar Wochen und dann haben wir schon April, Mai und eigentlich April, Mai kommen die Updates von Clash of Clans beziehungsweise von Supercell
im Bereich des Spiels Clash of Clans, so muss ich es mal sagen, ist ja nicht so, dass alle Spiele hier so ein Update kriegen. Aber und deswegen würde ich immer den Ball flach halten da. Lasst euch doch einfach überraschen, was da kommt. Und wenn man es doch vorher weiß, dann ist doch eigentlich schon wieder Langeweile angesagt, so nach dem Motto, das kommt, okay. Ja. Deswegen lieber überraschen lassen. Oh, so nach dem Motto, oh, ein Update, cool, da gucken wir mal rein. Ja, also ich finde das auf jeden Fall viel, viel besser, als dass man immer schon vorher weiß, dass was kommt. Ich meine, ich wusste es auch lange Zeit immer ein bisschen vorher, aber das hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe es aber nicht, ich habe da nicht drauf rumgeritten oder so. Ja, und oder habe das breit getreten oder so halb gespoilert oder viertel gespoilert oder es könnte ja was kommen. Ja, das gab das, glaube ich, habt ihr bei mir nie gesehen und gehört. Da war ich auf jeden Fall immer Terms of Services, was das Creator-Programm damals noch anging, wo ich noch dran teilgenommen hatte. Und deswegen bin ich da immer, glaube ich, auf der sicheren Seite gewesen. Aber ein schöner Hybrid hier von Lord of War. Also, wie gesagt, wir streamen ein bisschen am Freitag und am Samstag. Also, so ist der Plan. Ja, manchmal funktionieren Pläne ja auch nicht. Ich sage aber rechtzeitig Bescheid, aber letztendlich ist der Streamplan auch einsehbar in entweder hier in Twitch oder aber im Discord. Dort teilweise sogar mit Zeiten. Die Anfangszeiten passen im Moment nicht. Ich habe jetzt die letzten beiden Streams am Montag und am Mittwoch immer eine halbe Stunde eher begonnen, damit ich auch eine halbe Stunde länger machen kann. Denn irgendwann müssen wir auch immer abends manchmal ins Bett und können nicht immer die Nacht hier durchmachen. Ihr noch weniger als ich. Oder halt ich noch weniger als ihr. Und deswegen sehen wir jetzt wieder Rotreiter, okay. Deswegen sehen wir jetzt schon wieder Rotreiter. Aber diesmal mit einer Blimp. Rotreiter mit einer Blimp. Auch immer wieder, ich wollte gerade sagen, immer wieder gern gesehen. Nur im Moment, ich will nicht sagen zu einfach, ab und zu dreier ich da auch mal mit im Clankrieg. Ist mir das jetzt nicht gelungen oder doch gelungen, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe relativ spät angegriffen, aber die spät angreifen, da mache ich auch noch mal eine Folge zu. Das geht gar nicht im Moment hier. Das ist mir ein ganz, ganz großes Dorn im Auge. Und meine Livestreams werden dann auch irgendwann mal so dahin mutieren, dass ich nichts mehr live zeige von den Clans hier. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, damit halt etwas eher angegriffen wird. Aber da mache ich mal so eine extra Folge von und dann reite ich da mal richtig drauf rum. Letztendlich betrifft es nicht nur mich, sondern es betrifft auch andere, aber ich bin auch selber ein bisschen dran schuld. Das muss man natürlich auch sagen, dass auch immer so ein bisschen, also ich gebe mir immer Teilschuld, default. Ja, ich gebe mir immer so ein bisschen Teilschuld, default. Wenn etwas nicht funktioniert oder etwas nicht klappt, da muss man sich immer an die eigene Nase manchmal auch packen. Da hat er ein bisschen Pech hier. Hat ein bisschen Pech und die nervigen Skelette da, ja, die Rootrider stören sich erstmal gar nicht an diesen Skeletten, die können halt knabbern, knabbern, knabbern. Jetzt kommt aber die E-Titanin einfach mal mit dahinter, zack, sind sie weg. Und im Moment sieht man auch in den Rathausstufen 14, 15, 16, glaube ich, überhaupt keine Single Infernos. Man sieht ja wirklich fast nur noch Multis in den kleineren Bereichen, wo ich jetzt auch noch angegriffen hatte. Am Rathaus 12, Rathaus 13 und auch Rathaus 11, da sieht man doch noch mal so den einen oder anderen Single Inferno, vielleicht auch weil noch nicht umgestellt oder so, aber mit Masse siehst du hier im Moment halt die Multis und ganz selten eher ganz selten mal ein Single. Ich weiß nicht, woran das unbedingt liegt, aber vielleicht ist das halt neue Meta-Dev oder sowas. Mag sein. Ich glaube, ich habe meine auch alle komplett auf Multi stehen und nicht auf Single, weil Single scheinbar im Moment ein bisschen zu schwach ist. Das ist wahrscheinlich der langen Aufladezeit geschuldet, beziehungsweise dem Truppenspam entgegenzuwirken sind natürlich die Multis ein bisschen besser, weil sie halt stetig abziehen und das nicht nur für eine Truppe, sondern für mehrere Truppen. Aber dem Verteidiger hier hat es nicht geholfen, dem Stinkstiefel. Dem Stinkstiefel hat es nicht geholfen. Okay, ich glaube, das war ein kleiner CK hier, den wir gespielt haben. Meine ich, Emilio hat den nochmal zugeschlagen, auch im Rathaus 14 Bereich. Sind wir hier noch tätig, also Rathaus 14, 15, 16 nehmen wir sehr gerne im Clan. Herausforderer auf, bitte nicht gerusht sein. Rusher nehmen wir denn doch nicht. Also nur weil ihr ein Rathaus 14 habt, ist das kein Garant, dass ihr hier aufgenommen werdet. Wir mögen das dann schon, wenn die Base ordentlich ausgebaut ist, die Helden ordentlich durchgemext sind und auch die Truppen zum Rathaus beziehungsweise überhaupt in das Rundumpaket passen.
Aber wir schlagen uns hier eigentlich wirklich wacker mit unserer kleinen Meute hier auch, was die nächste Liga, glaube ich, angeht, die ja jetzt auch schon wieder in knapp anderthalb Wochen startet oder zwei Wochen startet. Da hat er ganz schön viel verloren hier, beziehungsweise so ein bisschen reingebetet. Aber er hat das Rathaus ja bekommen und geht hier jetzt mit Hydra. Das ist ein Hydra hier. Ich habe es mittlerweile auch gelernt, Leute, ja. Erstmal Richtung Adler, dass der schon mal weg ist und nicht die ganze Zeit ballert. Obwohl das bei den Drachen nicht ganz so schlimm ist. Allerdings bei anderen Truppen, Drachenreiter und natürlich auch bei den Ballons ist das nicht so schick. Aber frühe Wordenzündung hier im Bereich des Adlers, obwohl da, ja okay, der Adler ballert natürlich immer noch die ganze Zeit. Außen gehen auch noch der eine oder andere Drache mit. Der Jack ist hier mit am Start. Der Mauerbrecher Jack am Helden. Und schon geht das hier gut rein, aber das Housing hier fand hier auch gar nicht so statt. Also so ein bisschen hat er hier Housing betrieben, der Gegner hier, der Nika. Ja, ich suche immer noch so ein bisschen gute Housing-Geschichten, aber ich denke mal, unter euch da draußen gibt es sicherlich welche, die das zelebrieren hier in Clash of Clans. Das kann man letztendlich natürlich irgendwo in jeden in solcher Spiele integrieren, wo du irgendwas baust oder irgendwas veränderst und wo es auch, sage ich mal, so Schmuck am Nachthemd gibt, so will ich das mal sagen. Ich meine, das ist ein Strategiespiel hier. Was hat hier so ein aufblasbarer Luftballon zum 10. Jubiläum zu suchen? Ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Wir sind hier ja immer noch bei Clash of Clans, dem Spiel, wo wir kleine Barbaren schubsen, ja, die dann irgendetwas kaputt machen und irgendwann am Ende dann 1, 2, 3 Sternchen rauskommen. Also, so wie hier vom Emilio gegen den Nika. Nochmal Grüße gehen an den kleinen Chiller raus. Vielen lieben Dank für den Perfect War hier an uns. Und wir machen hier ganz, ganz fröhlich weiter. Okay, Schatzkammer habe ich nicht, Burg ist voll. Ich kann also gleich auch wieder reingehen in die Erze- und Umschlagsammlung. Aber nochmal gesagt, ich lade euch ganz, ganz herzlich ein in mein kleines, aber feines Schlösschen hier. Die Obstacles hier, also die Hindernisse mit den Briefkästen sind wirklich gelungen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch so liebt und sammelt. Oder ob ihr sagt, nee, die mache ich lieber weg. Ich meine, klar, hier sind jetzt keine Fallen. Ja, das sollte auch klar sein. Aber ihr wisst auch, ihr kennt auch meine Meinung zu dem Thema Loot und Loot verlieren. Ich denke mal, das Ressourcensammeln hier in Clash of Clans ist einfach nur eine Fleißaufgabe. Wenn du Ressourcen verlierst, musst du halt fleißig sein, um das wieder aufzuholen. Mehr ist es eigentlich nicht. Es kommt irgendwann immer zustande und ihr seht auch bei mir, ich habe wirklich nicht mehr viel zu tun hier. Noch so ein paar Bomben, ein paar Luftbomben, ein paar Riesenbomben und dann bin ich ja auch fertig. Aber dann kommt natürlich noch 107 Mauern. Ja, okay, 107 Mauern, da haben wir auf jeden Fall noch was zu tun. Ein bisschen haben wir auch noch zu forschen. Aber auch die letzten Forschungen, das nur am Rande, damit ihr mal wieder einen Status von mir habt. Die lasse ich einfach jetzt laufen. Da nehme ich jetzt kein Buch, kein Hammer, kein gar nichts, weil die drei Sachen, die ich noch am Laufen habe, das sind auch Truppen und Zauber. Die kann ich mir spenden lassen. Die muss ich nicht Max haben, erst recht nicht den Giftzauber. Klar, irgendwann ist es natürlich Max das Zeug, aber ich muss das jetzt nicht anschieben und unbedingt ganz, ganz schnell haben, weil es plötzlich ganz, ganz wichtig wurde. Wenn euch die Folge des Housings hier gefallen hat, halt, ich muss einmal da in den freien Bereich klicken. Ich mache das nochmal groß für euch, also kommt bitte kurz in den Livestream rein. Es würde mich freuen, wenn auch mal so ein paar YouTuber damit reinkommen. https://twitch.tv/totoclashed ist aber auf jeden Fall immer in der Beschreibung unter den Videos hier in dem Kanal und dann sehen wir uns auf jeden Fall in weiteren Videos und auch in den Livestreams. Ich würde mich super, 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 super freuen, wenn ihr mir nicht gratuliert. Ihr müsst mir nicht gratulieren. Ich bin nicht so derjenige, der Geburtstage zelebriert, aber ich feiere ganz gerne mit euch rein und dann können wir ein bisschen schnacken, können ein bisschen Clash of Clans spielen und halt vielleicht noch ein paar andere Sachen machen. Vielen Dank, Leute, für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Euer Toto.